Wir kommen jetzt dazu, dass man die Teile einfach schneller vorwärts kommt, weil wir einen Teil der biblischen Lehren bereits abgehandelt haben. Insofern kommt jetzt eine der interessantesten Begebenheiten der Heiligen Schrift, und zwar die Bekehrung dieses Kämmerers. Apostelgeschichte 8, Ab 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach: Steh auf und wandre nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinaufführt. Diese ist einsam. Und er stand auf, machte sich auf den Weg, und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein gewaltiger Kandazes, der König unter Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war, der war gekommen, um in Jerusalem anzubeten. Und nun kehrte er zurück und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus: Geh hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu, hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Und er sprach: Verstehst du auch, was du liesest? Er aber sprach: Wie kann ich es, wenn niemand mich anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Schriftstelle aber, die er las, war diese: Wie ein Schaf ward er zur Schlachtung geführt, und wie ein Lamm vor seinem Scherer stumm ist, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung ward sein Gericht aufgehoben. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da wandte sich der Kämmerer an Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet solches? Von sich selber oder von einem anderen? Da tat Philippus seinen Mund auf und hob an mit dieser Schriftstelle und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber des Weges dahin zogen, kamen sie zu einem Wasser, und der Kämmerer spricht: Siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Da hieß den Wagen anhalten, sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrückte der Geist des Herrn den Philippus. Der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog fröhlich seines Weges. Philippus aber wurde zu Azot gefunden. Er zog umher, verkündigte das Evangelium in allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Ich möchte zuerst diesen ganzen Abschnitt einfach heilsgeschichtlich noch einmal durchgehen, um dann an einem vielleicht interessanten Punkt einen Exkurs zu machen. Das heißt, eine Lehre herauszuziehen, die wir bisher nicht abgehandelt haben, und zwar aus Vers 26, die Lehre über die Engel. Weil hier kommt ein Engel und redet. Ist ja wichtig, ob heute auch ein Engel kommt oder nicht. Und man sieht hier dann einfach von den Engeln her, was die Bote Gottes waren, was sie sind und wie man mit umzugehen hat. Aber zuerst ein Abriss über diese gesamte Begebenheit. Was man zuerst sieht an diesem Philippus, der uns hier vorgestellt wird, ist etwas Faszinierendes. Und zwar sieht man hier, wie die Berufungen Gottes sich letztendlich entfalten und gestalten können. Und zwar ist es ja diese alte Wahrheit der Heiligen Schrift, dass ich, wenn ich gerettet werde, wenn der Herr Jesus durch den Heiligen Geist in mein Herz kommt, die Bibel sagt, dass die Kraft Gottes mir alles mitgeteilt hat. Das heißt, dass ich ein Paket bekomme. In diesem Paket ist meine Berufung drin, da gehört mein Platz im Leib Christi dazu, meine persönliche Gnadengabe. Da gehört auch dazu mein Arbeitsfeld, dass der Herr für mich bereits etwas geplant hat, ein ganz persönlicher Weg, was ich tun soll. Und dieser Philippus ist ein faszinierender Mann. Wir sind ihm bereits begegnet, und das ist sein persönlicher Platz im Leibe Christi, das heißt seine ureigenste Aufgabe, in Apostelgeschichte 6, Vers 5. Aber er hat dann etwas, das ist seine persönliche Gnadengabe, sein geistliches Amt. Hier kommt was Zweites dazu. Das erste war in Apostelgeschichte 6, Vers 5. Er war ein Diakon. Wir haben die Stelle ja genau betrachtet. Er war von Gott hier gesetzt am Leib Christi, um ein Diakon zu sein. Jetzt könnte man sagen, gut, du bist ein Diakon, aber jetzt kommt etwas, das im Reich Gottes relativ oft vorkommt, dass Gott mehrere Berufungen oder mehrere Ämter gibt, die miteinander harmonisieren. In Apostelgeschichte 21, Vers 8 fällt uns etwas auf, dass derselbe Mann, der in Apostelgeschichte 6 vor Gott her das Diakonamt ausführte, hier ein zweiter Dienst, das heißt ein zweites Amt hat.
Zwar, es heißt hier, am folgenden Tag aber zogen wir aus und kamen nach Caesarea. Wir gingen in das Haus des Evangelisten Philippus. Das heißt, er hat vor Gott praktisch ein weiteres Amt gehabt, er war außerdem Evangelist. Und man sieht hier, es kann möglich sein, Diakon zu sein und gleichzeitig Evangelist. Das geht alles. Sein Wirkungskreis, wenn wir den betrachten, er war in Jerusalem als Diakon. Dann führt ihn Gott hinaus nach Samaria zur Massenevangelisation. Hier waren die Massen, dieses ganze Volk der Samariter, das hier angegangen wurde vor Gott, wo eine heilsgeschichtliche Tür aufgemacht wurde. Und dann treffen wir ihn plötzlich und da sieht man, wie Gott einen Menschen gebraucht. Er benutzt ihn als Diakon, wo es mehr um die persönliche, seelsorgerliche Linie geht. In Jerusalem, mittendrin im frommen Zentrum. Er benutzt ihn als Evangelist, um eine neue Erfolgsgruppe, die Samariter, die Halbjuden, zu evangelisieren. Und plötzlich geht er hin und schickt ihn zu einem einzelnen Mann. Er benutzt ihn als Einzelevangelist. In unserer Begebenheit auf dieser Straße. Und man sieht hier einfach faszinierend, wie Gott einen Mensch gebrauchen kann. Wie es hier auch keine Schablone gibt. Man denkt manchmal so in Schablonen, wie einfach Gott hier Ämter, Gaben entfaltet in einer Person. Und dann am Schluss ist er in Caesarea und ist Evangelist. Also von Jerusalem über Samaria bis mittendrin zur Einzelevangelisation an dieser Gazastraße bis nach Caesarea. Man sieht hier, vom Zentrum der Juden verändert sich auch die Aufgabe, seine Berufung bis hin zu den Heiden. Und Caesarea war dann letztendlich, war Station, das ist hochinteressant, das war Station auch, wo die Römer sehr stark zugegen waren. Er stand im Zentrum auch, wo Heiden sind. Er hatte also einen Dienst an vielen und einen Dienst an Einzelnen. Das Interessante ist, wie Gott diesen Mann gebraucht. Das ist ganz wichtig für uns persönlich, dass wir uns bewusst werden. Es ist wichtig, dass wir wissen, was ist unser Platz im Leibe Christi. Es ist aber auch wichtig, ob wir erkennen, dass Gott uns zum Beispiel ein Amt gegeben hat, einen Dienst, etwas, das von der Gnadegabe her bestimmt wird. Genauso wichtig, dass jeder von uns weiß, wohin Gott hingestellt hat, welche Aufgabe. Und Philippus sieht man, wie das harmonisieren kann, wenn jemand geistlich gesinnt ist, wie Gott es entfalten kann wie eine blühende Blume und plötzlich kommt alles zur Wirksamkeit. Interessant ist hier dann, dass Gott einen Engel benutzt, um diesen Philippus an den richtigen Platz zu senden. In Vers 29 redet ihn der Heilige Geist direkt an. Und man sieht hier etwas, wie Gott in seinem Dienst zu seinen Heiligen redet, entgegen jeglicher menschlicher Logik. Die Bibel sagt im Jesaja, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken sind nicht meine Gedanken. Da erklärt er, dass seine Gedanken viel höher sind wie die der Menschen. Und er schickt einen Mann, das müsst ihr euch vorstellen, einen Mann, der mitten aus einer großen blühenden Arbeit in Jerusalem kam, der dann im Zuge der Zerstreuung evangelistisch tätig war in Samaria, der die Masse gewöhnt war, plötzlich sendet er ihn ganz allein für einen Einzelauftrag zu einer Person. Und hier sieht man, wie Gott der Einzelne auch wichtig ist. Und wie auch Berufung bedeuten kann, dass Gott mich einmal hinschickt, wo bloß einer, zwei, drei, vier, fünf sind. Also ich werde das nie vergessen, ich bin mal eingeladen gewesen. Es war eine Gemeinde und da ging es um bestimmte Linien geistlich. Und da war es dem Bruder so peinlich. Wir waren, denke ich, mit mir sechs. Das heißt fünf und ich. Und jetzt könntest du sagen, ja, warum soll ich vor fünf predigen? Und ich sage euch, das war so wichtig, wie wenn es 500 gewesen wären. Es ist einfach wichtig, wenn Gott uns irgendwo hinschickt, dann ist es völlig egal, ob das 1000 sind oder einer. Und so war es hier. Man sieht es. Er hatte Berufung von Gott, die sehr vielschichtig war. Und er hat mit dazugehört, dass er sich nicht nur um die Masse, sondern um den Einzelnen gekümmert hat. Man sieht hier, wie Gott denkt. Und er schickt ihn auf eine einsame Straße. Wo man denken könnte, was einsame Straße? Wir sind ja auch schon geprägt von diesem Erfolgsdenken, da man immer denkt, wohin kann ich gehen, wo sind die Masse, wo bewegt sich etwas. Manchmal ist es richtig, eine einsame Straße zu gehen. Ich denke, es war Thore. Er erzählt, er wurde auch in eine Versammlung gerufen und er kam am Abend in den Versammlungssaal, macht die Tür auf und ist allein mit einem Mann. Kann passieren. Die Brüder waren nicht da. Da war niemand da. Da war genau ein Fremder.
Er hat sich dann überlegt, ob er für den Fremden predigen soll oder ob er die Versammlung abbricht, nach Hause geht. Und dann hat ihn der Herr gemahnt im Herzen, er soll predigen. Und dann ging er auf die Kanzel und hat gepredigt für einen Mann. Und der Mann hat sich bekehrt und durch diesen Mann brach Erweckung aus. Was wäre gewesen, wenn er gedacht hätte, wie die Welt denkt? Aber egal, ein Mann. Und hier sieht man wieder, wie Gott denkt, wie er der Einzelne herausgreift, den Einzelnen retten will. Und wie wir aufpassen müssen, was wir tun geistlich, dass wir uns immer bewusst sind, Gott sucht die einzelne Seele. Er sucht da in der Masse immer die einzelne Seele, den einzelnen Menschen, um ihn zu retten. Und dazu benutzt er, ich sage es mal in der weltlichen Sprache, so ein Kaliber wie einen Philippus. Ein Mann, der wirklich eine führende Persönlichkeit war in der Urgemeinde. Die benutzt er, um einen Mann zu retten, einen Proselyten. Das heißt, es war hier ein Mann, der formell zum Judentum übergetreten war. Aber wenn ihr 5. Mose 23, Vers 1 nachlest, er war ein Verschnittener. Und die Bibel sagt, ein Verschnittener kann niemals in der direkten Generation zu der Gemeinde des Gottes Israel hinzugetan werden. Das heißt, er war ein Grenzgänger. Dieser Mann, der hier gerettet wird, das war ein Mann, der durfte nicht offiziell zum Judentum, zu der Gemeinde gehören, war ein Außenseiter. Von seiner Verschneidung her war ein Eunuch, und trotzdem ein hoher Beamter von Kandake, von dieser Königin der Äthiopier. Er war ein Eunuch und ein Eunuch durfte laut 5. Mose 23 nicht zu der Gemeinde gehören. Ein Außenseiter, ein Absoluter. Und Gott geht diesem Menschen nach, und das Interessante ist, obwohl er nicht zu Israel gehören konnte, durfte er zum Leib Jesu Christi, zu der wahren Gemeinde, zu dem durfte er gehören, zum Volk Jesu Christi, zu seinem Volk. Und darum rettet ihn hier der Herr. Wenn man jetzt mal Philippus beobachtet, wie er das angeht, das ist hochinteressant. Der Schlüssel, den auch hier Gott benutzt, ist das Wort Gottes. Er lässt ihn Jesaja lesen, genau an der richtigen Stelle. An der Stelle, die ein Proselyt, der ja ein übergetretener Heide, der zu den Juden gehört hat, dann kannte, er hat die Jesaja-Rolle und schlägt sie genau an der richtigen Stelle auf. An der Stelle, wo es um das stellvertretende Opfer geht. Und man sieht hier, wie Gott das Wort Gottes benutzt, um hier einen Menschen zu überführen, um zu ihm zu reden, um ihn letztendlich zu erfassen. Hier redet der Heilige Geist noch direkt. Ich habe die Stelle zwar aufgeführt, aber wir haben das ja so ausführlich behandelt, die Zeichenzeit, die Apostelzeit, dass ich es einfach einmal zurückstelle und weitergehen möchte. Was hier ganz interessant ist, er leitet ihn einfach an, zeigt ihm hier die Stelle über das stellvertretende Opfer und zeigt ihm letztendlich das Evangelium von Jesus Christus. Und da sieht man die Vielfalt des Wortes Gottes. Und in der Welt gibt es ja das Sprichwort, alle Wege führen nach Rom. Das ist ja in der Endzeit sicher so, alles führt nach Rom. Das heißt, die gesamte abgefallene Christenheit wird nach Rom marschieren, aber genauso führt in der Schrift, und das ist was Herrliches, das ist das göttliche Gegenstück, in der Schrift führt alle Wege zum Herrn Jesus. Egal bei welcher Stelle man ist, wenn man die Stelle aufgreift und beginnt drüber zu reden, dann wird eine Straße direkt zum Evangelium, zum Herrn Jesus führen. Und hier genau dasselbe. Er hat diese Bibelstelle aus dem Jesaja und wo landet er? Die Bibel sagt ganz klar, Philippus verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Er bringt ihm hier das vollkommene Opfer Jesu Christi. Er bringt ihm hier den Retter, den Heiland. Wenn ihr nochmal in Ruhe diese Stelle nachlässt, wo der Herr Jesus auch sagt, die Schrift zeugt von mir, dass hier kein Anseher der Person gibt, jeder braucht Jesus und die Heilige Schrift ist für jeden da, dass jeder Mensch, der will, gerettet werden kann. Auch das, was Petrus sagt, 1. Petrus 1, Vers 10, wo die Bibel ganz klar sagt, auch die alttestamentlichen Propheten hatten nur ein Thema, Jesus Christus, dann sieht man hier, wie hier was ganz Normales abläuft. Gott benutzt die Heilige Schrift. In der Heiligen Schrift wird eine Stelle aufgeschlagen, die in Anführungszeichen durch einen göttlichen Zufall genau zum Herrn Jesus führt. Und dann kommt nur noch das Werkzeug der Philippus und erklärt ihm, wie man gerettet wird. Und dieser Äthiopier bekehrt sich hier. Das Interessante ist, auch eine logische Folge, wir haben es in Teil 27 abgehandelt, die Taufe. Es ist ganz klar, die Bibel sagt nüchtern, sachlich, hier, er wird getauft, folglich hat ihm auch der Philippus von der Taufe erzählt. Es war absolut Praxis der Apostel, normale Praxis, wenn man evangelisiert hat, kam auch die Taufe zur Sprache. Und ich denke, über die Stelle brauche ich nichts zu sagen. Hier steht ganz klar, was mit der Taufe ist. Das heißt, wer darf getauft werden, wer von ganzem Herzen glaubt und damit nur Erwachsene, brauchen wir gar nicht drüber reden. Es gibt keine Tauffrage. Es
Das gibt es überhaupt nicht in der Bibel, sondern die Bibel sagt ganz klar, wenn jemand glaubt, wenn er gläubig ist, das heißt als Erwachsener, sonst ist sogar verboten zu taufen, das heißt Kindertaufe ist verboten von der Bibel her. Haben wir ja ausführlich behandelt im Rahmen der Tauflehre. Wichtig ist nochmals dieser Mann. Er konnte nicht mehr beschnitten werden, er war bereits ein Verschnittener. Er konnte nicht zum Volk Gottes hinzugefügt werden. Aber er wird hinzugefügt zum Leib Jesu Christi. Gott rettet ihn und in derselben Sekunde wird er in einem Geist zu einem Leib getauft und gehört zur Gemeinde Jesu, zur Familie der Kinder Gottes. Und auch die Frage, die hier kommt, glaubst du von ganzem Herzen, dann nämlich darfst du getauft werden, wenn du glaubst, dass er hier verkündigt, dass er an den Herr Jesus glaubt, als Sohn Gottes, ist klar, weil er als Jude bereits an Yahweh, den Gott Israels, geglaubt hat. Das Einzige, was ihm gefällt hat, war letztendlich, dass er Jesus Christus als sein persönlicher Erlöser und Gottessohn angenommen hat. Und es passiert hier insofern klassische Begebenheit, auch wieder zu beachten, heilsgeschichtlich, Sondersituation. Es war ein vom Heidentum konvertierter Mann, der im Judentum anhing und gleichzeitig ein Verschnittener war. Aber wir haben hier den klassischen Vorgang, wie Gott die Menschen rettet. Und dann 39 Entrückung. Gott entrückt hier Philippus, sicher etwas, das zur Apostelzeit gehört hat. Die Briefe erwähnen so einen Vorgang nicht mehr, weil es ja kein allgemeiner Vorgang, dass Gott einfach die Menschen entrückt an einen anderen Platz. Aber was mir jetzt ganz wichtig ist, ist in Vers 40. Er wird dann in Azot gefunden. Und hier sieht man wieder etwas, was Prediger 3 sagt. Alles hat seine Zeit. Das heißt, die Zeit des Philippus war in Jerusalem vorbei. Die Zeit des Philippus war in Samaria vorbei. Und die Zeit des Philippus war nach dieser Begebenheit, nachdem dieser Proselyt gerettet ist, war sie auch vorbei für diesen Mohren, für diesen Mann, der nachher nach Äthiopien zurückging. Und dann bricht ein neuer Abschnitt an und der neue Abschnitt ist hier Caesarea. Und man sieht hier einfach, wie Gott die Berufung auf den Platz am Leib Christi entfaltet, wie man als Gläubiger immer offen sein muss, was Gott mit mir macht. Wisst ihr, wir sind alle Traditionalisten. Das Deutschtum ist traditionell, ist nicht schlecht. Ist wichtig, dass man verwurzelt ist, aber es kann zur Gefahr werden, wenn man sich an etwas gewöhnt hat. Bei uns gibt es so ein Sprichwort auf der Alp, ich sage es einmal in Schwäbisch-Deutsch, weil wenn ich es auf ganz Schwäbisch-Teilfingerisch sage, versteht ihr es nicht. Das heißt ungefähr so, da gibt es so einen Hügel und da hat dann einer einfach gebremst, obwohl es sinnlos war. Und da wird erzählt, dass er gesagt hat, ja, da hat mein Vater schon bremst, da bremse ich auch, obwohl es sinnlos war. Er hat einfach gesagt, der Vater hat bremst, dann hat der Junge auch bremst. Und so ist ja Tradition. Man muss einfach offen sein. Wisst ihr, es gibt Zeiten, wo man dann kein Diakon mehr sein braucht in Jerusalem. Es gibt Zeiten, wo Samaria drin ist. Da gibt es wieder Zeiten, wo man sich nicht mehr um die Masse kümmern muss, um eine Seele. Da gibt es wieder Zeiten, wo man als hier offizieller Evangelist in Caesarea arbeiten muss. Und da sieht man, wie Gott den Menschen benutzen möchte, wie er mit ihm arbeitet. Nur muss man offen sein, was Gott tut. Hier geht plötzlich ein neues Arbeitsgebiet auf. Ich möchte eigentlich vom ganzen Text nur die Stelle streifen. Wir haben den Großteil dieser Thematik, egal was es betrifft, haben wir schon studiert. Ich möchte eigentlich zu was anderem gehen, und zwar, weil das so ein bisschen versteckt am Anfang vom Text ist, um das einfach herauszugreifen, lehrmäßig. Es heißt hier in Vers 26, ein Engel des Herrn redete zu Philippus. Wenn ihr euch erinnert, ich denke, es ist 10 Jahre her oder noch länger, da kamen plötzlich dauernd Berichte, wie Engel erschienen, mit dem Auto. Wenn man mit denen geredet hat, haben sie gesagt, ich bin Gabriel. Dann waren sie verschwunden. Wisst ihr, jetzt kommt der wichtige Punkt. Was macht ein Gläubiger, wenn er jetzt so eine Bibelstelle liest? Ihr kennt ja das alte Lied, es ist biblisch, es steht in der Bibel. Können drum heute Engel erscheinen? Wisst ihr, und hier kommt jetzt wieder die alte heilsgeschichtliche Wahrheit der Heiligen Schrift, dass Gott selber immer derselbe ist, aber zu unterschiedlichen Heilszeiten unterschiedlich handelt. Und aus dem Grund ist uns einfach wichtig, dass wir das Thema der Engel, was Engel überhaupt sind, wie hier ein Engel des Herrn erscheinen kann, was ein Engel überhaupt ist, dass wir das herausgreifen, hier aus diesem gesamten Text als Einzellehre zuerst. Es kann sein, wir gehen nachher noch weiter in die anderen Lehren hinein, aber heute Abend möchte ich die Engel herausgreifen. Engel kommen 108 Mal im Alten Testament vor, ist also viel, und 165 Mal im Neuen Testament.
Wenn man mal einfach ganz nüchtern sät, ohne dass wir jetzt hier irgendwo Vorstellungen haben. Wisst ihr, das, was wir unter Engeln manchmal vorstellen, kleine, dicke Kinder mit einem Flügel, das nennt man Putten. Ich denke, das kann es nicht sein. Sondern das Wort Engelos im Griechischen bedeutet ganz einfach Bote. Und manchmal in der Bibel, wo Engel steht, da meint man gar kein Wesen mit Flügeln, sondern einen Boten. Die Bibel benutzt das Wort sogar für die Verantwortlichen einer Gemeinde. Also wenn man jetzt hineingeht, dann möchte man aber schon die mit den Flügeln betrachten, von der Bibel her, was Engel sind. Hier ist ein Engel erschienen. Man könnte genauso gut übersetzen, ein Bote des Herrn redete zu Philippus. Wäre genauso legitim von der Übersetzung her. In Hebräer 1, Vers 14, da sagt die Bibel, was Engel sind. Sind sie nicht allzumal dienstbare Geister? Und das dienstbar, das hat ein Wort, da kommt unser Fremdwort Liturgie davon her. Das heißt öffentlich eingesetzt bestellte dienstbare Geister. Das heißt offizielle Diener Gottes, die uns dienen. Psalm 104, 4. Der Winde zu seinen Boten macht und Feuerflammen zu seinen Dienern. Also Wind und Geist ist in der Regel in der Schrift eine Art verwandtes oder fast gleiches Wort. Das heißt, die Engel sind Geister. Das muss uns klar sein. Das sind Geister. Geistwesen. Matthäus 22, Vers 30. Denn in der Auferstehung freien sie nicht, noch lassen sie sich freien, sondern sie sind wie die Engel Gottes im Himmel, nämlich geschlechtslos. Schon mal ganz wichtig, es sind Geistwesen und sie sind geschlechtslos. Und sie sind dienstbare Geister, die eigentlich geschaffen sind zum Dienst. In Lukas 15, Vers 10 geht die Bibel weiter und entfaltet hier, was ein Engel ist. Also sage ich euch, es ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Dann Kapitel 12, Vers 8 und 9. Ich sage euch, ein jeglicher, der sich zu mir bekennen wird vor den Menschen, zu dem wird sich auch des Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. Und zwar, die Engel sind ganz nüchtern, sachlich Mitarbeiter Gottes. Sie gehören einfach zu ihm. Sie sind seine Mitarbeiter, sie sind Geistwesen, sie sind geschlechtslos. Zum Beispiel in Lukas 16, 22 trägt hier in diesem Bild, Gleichnis, das der Herr Jesus erzählt, der Begebenheit, da wird Abraham Schoß erzählt, das Totenreich, das heißt das Paradies, der Vorhimmel, und ein Engel trägt hier Lazarus in den Schoß Abrahams. Das heißt, Engel haben auch scheinbar mit dem zu tun, wenn jemand stirbt. Was dann passiert. Wir wissen es nicht. Die Bibel gibt hier keine sehr detaillierte Auskunft drüber, aber sie zeigt uns etwas. Es sind Mitarbeiter Gottes, die unsichtbar in der Regel hinter den Kulissen vor Gott eingesetzt werden, benutzt werden, um den Heiligen zu dienen. Sie sind geschlechtslos, es sind Geistwesen, die man in der Regel nicht sieht. Jetzt kommt was Wichtiges. Hiob 4, Vers 18 und 19. Ist der Sterbliche gerecht vor Gott oder ein Mann vor seinem Schöpfer rein? Siehe, seinen Dienern traut er nicht, bei seinen Engeln nimmt er Irrtum wahr. Das heißt, die Engel sind irrtumsfähig. Die Engel sind auch nur geschaffene Wesen und können sich genauso irren wie jeder andere auch. Das heißt, es sind keine perfekten Wesen, sondern lediglich Geistwesen, die Gott dienen, sind aber absolut nicht perfekt, sondern irrtumsfähig. Und dann 2. Samuel 14, Vers 20. Dort heißt, mein Herr ist so weise wie ein Engel Gottes. Das heißt, die Bibel sagt, sie sind weise, sind sehr kluge Engelwesen, sehr kluge Geistwesen. Aber in keinster Weise irrtumslos. Dann Psalm 148, Vers 2 bis 5. Ich muss euch jetzt leider etwas schlauchen, weil wir müssen durch die Bibel durchgehen, um sie zu lokalisieren, diese Engel. Psalm 148, Vers 2 bis 5. Lobet ihn alle seine Engel, lobt ihn alle seine Heerscharen, lobet ihn Sonne und Mond, lobet ihn alle leuchtenden Sterne, lobt ihn alle ihr Himmelssöhne, Entschuldigung, lobt
in ihr Himmelshöhen und ihr Wasser oben am Himmel. Sie sollen loben den Namen des Herrn, denn sie entstanden auf sein Geheiß. Wisst ihr, was das heißt? Sie sind geschaffene Wesen. Das ist der große Unterschied. Das ist zum Beispiel der große Unterschied zum Herr Jesus, der kein geschaffenes Wesen ist, sondern der ewige Sohn Gottes. Das ist ein großer Unterschied. Das ist wichtig, wenn man mit Zeugen Jehovas zu tun hat. Jesus Christus ist kein Engel. Wird immer wieder behauptet. Er ist in gewisser Weise ein Bote aus der Ewigkeit, aber er ist kein Engel. Er ist kein gewöhnlicher Engel, sondern er ist ewig vom Vater her. Das heißt, er ist der ewige Sohn Gottes. Und das ist ein Unterschied. Gewaltiger. Kolosser 1, 16. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Und hier mit diesen Ausdrücken, die hier benutzt werden, Fürstentümer, Gewalten, werden unter anderem die Engel betitelt. Das heißt, die Engel sind auch durch die Person Jesu Christi geschaffen worden. Er ist auch der Schöpfer der Engel. Hier ist was ganz Wichtiges. 1. Timotheus 5, 21. Ich beschwöre dich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln. Das heißt, sie sind geschaffene Geistwesen, die ungeheuer klug sind, aber nicht irrtumsfrei, die geschlechtslos sind, sie von Gott erwählt sind, das heißt, die irgendwo seine Mitarbeiter darstellen. So weit immer ein Engel allgemein. 1. Petrus 3, 22. Zur Rechten Gottes ist, wo ihm Engel, Gewalten und Kräfte untertan sind. Das heißt, er ist der Gebieter der Engel. Er ist der Chef der Engel in der normalen, profanen Sprache. Er ist der Gebieter und der Herrscher der Engel. Jetzt kommt was ganz Schlimmes. 2. Petrus 2, 4. Denn wenn Gott die Engel, die gesündigt hatten, nicht verschont hat, sondern sie in Banden der Finsternis und der Hölle übergab, um sie zum Gericht aufzubehalten. Hier ist etwas, Engel können sündigen. Sie haben einen freien Willen. Sie haben die Freiheit zu sündigen. Wir sehen nachher, was das bedeutet. Also nochmals. Engel sind geschlechtslos. Engel sind Geistwesen. Sie sind Gottes Mitarbeiter. Sie sind ungeheuer weise, aber gleichzeitig irrtumsfähig. Sie können sich täuschen. Sie sind nur geschaffene Wesen, sind aber von Gott auserwählt. Jesus Christus ist ihr Gebieter. Sie haben die Freiheit zu sündigen. Interessant, Hebräer 12, 22. Ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu den Zehntausenden von Engeln. Hier steht Myriaden. Das heißt, es gibt Zehntausende, es gibt viele Engel. Sie sind nicht wie der Sand am Meer, aber es gibt viele. Das ist wichtig, viele. Aber nicht riesige Mengen, sondern nur viele. Zehntausende. Es kommt etwas, das ist ganz wichtig, 1. Petrus 1, 12. Da heißt es, Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen gelüsten. Das heißt, die Engel sind nicht erlösungsfähig und aus dem Grund verstehen sie auch die Erlösung in der Tiefe nicht. Es gelüstet sie, diese Geheimnisse zu kennen, aber weil sie nicht erlösungsfähig sind, ist ganz einfach, weil sie nicht in Adam geschaffen wurden, sondern in Christus, sie sind bereits geschaffene Wesen. Aus dem Grund versteht sie auch die Erlösung nicht. Was nochmal ganz wichtig ist, ich möchte es nochmals betonen, sie sind nicht allwissend. Sie sind lediglich sehr weise. Und in Apostelgeschichte 10, Vers 22 sagt die Bibel, Cornelius, der Hauptmann, ein rechtschaffener und gottesfürchtiger Mann, der ein gutes Zeugnis hatte beim ganzen Volk der Juden, hat von einem heiligen Engel den Befehl erhalten, dich in sein Haus holen zu lassen. Das heißt, die Engel sind heilig. Und heilig ist ein ganz einfaches Wort in der Bibel. Heilig bedeutet ganz einfach Gott gehören. Sie gehören Gott. Das sind seine persönlichen Diener. Jetzt müssen wir natürlich das verstehen. Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. Engel sind zu einer anderen Welt gehören. Sie gehören zu der himmlischen Welt. Sind völlig anders, wie man sich das vorstellt. Sind Geistwesen von ungeheuren Dimensionen. Und hier Daniel 10, Vers 4 bis 6. Am 24. Tage des ersten Monats befand ich mich am Ufer des großen Stromes Hiddekel.
Ich hob meine Augen auf, schaute und siehe, da stand ein Mann in Leinwand gekleidet, die Lenden mit Gold von Ufas umgürtet. Sein Leib war wie ein Tarsisstein und sein Angesicht strahlte wie der Blitz, seine Augen wie Feuerfackeln, seine Arme aber und seine Füße sahen aus wie poliertes Erz. Die Stimme seiner Rede war wie das Tosen einer Volksmenge. Hier haben wir einen Engel. Das heißt, die Engel sehen schrecklich und herrlich aus. Das sind erschreckende, herrliche Gestalten. Wer Hesekiel kennt, hier wird ja beschrieben im Kapitel 1, wie eine Gotteserscheinung ist, die von Engeln umgeben ist. Und wenn ihr das in Ruhe durchlässt, seht ihr dasselbe. Schreckliche Gestalten, die auf eine Art faszinierend waren und trotzdem schrecklich. Also wisst ihr, da kam kein kleines, dickes Kind mit dem Flügel. Das ist ein Märchen. Das waren schreckliche Gestalten, die so waren, dass in der Regel die Leute, die ihnen begegnet sind, siehe Cornelius, dass sie zusammenbrachen. Das sind Wesen aus einer anderen Welt. Hier ist nochmals wichtig, dass man sich auch bewusst macht, wie die Struktur der Engel war. 1. Mose, oder was heißt war, es ist weiterhin so, 1. Mose 3, 24. Er vertrieb den Menschen, ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagen. Eine Sorte der Engel sind die Cherubim. Das ist ein bewaffneter Engel, der in besonderer Weise Gott dient. Cherubim. 2. Samuel 22, 11. Er fuhr auf dem Cherub und flog daher. Das heißt, die Cherubim sind die persönliche, dienstbare Geister Gottes. Das ist eine ganz besondere Sorte von Engel, die Cherubim. Dass die Bibel sogar das Bild benutzt und sagt, Gott benutzt sie wie ein Fahrzeug. Wahrscheinlich ein Bild, ist klar. Hesekiel 9, Vers 3. Da erhob sich die Herrlichkeit Gottes, des Gottes Israels, von dem Cherub, über welchem sie gewesen. Wisst ihr, und wenn die Bibel sagt, das ist wie wenn er drauf reiten würde, dann ist das in der bildlichen Darstellung Gottes schon so der Fall. Gott benutzt die Cherub wirklich so. Was können wir das nicht verstehen? Das ist zu hoch für uns. Er ist über den Cherubim. An anderer Stelle heißt es, der du über den Cherubimen thronst. Nun, die Hesekiel 41, 18 Stelle. Die waren besetzt mit Cherubim und Psalmen. Wir sind hier mittendrin im Tempel im Neuen Jerusalem. Sie sind auch dargestellt vor Gott her. Die sind ihm so wichtig, dass er sie sogar darstellen ließ an den Wänden. Und dann in Jesaja 6, Vers 2 bis 6. Dort heißt es, Seraphim, andere Sorte von Engeln, standen ober über ihm. Ein jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 entdeckten sie ihre Angesichter, mit 2 entdeckten sie ihre Füße, mit 2 flogen sie. Einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen, die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward mit Rauch erfüllt. Das heißt, hier kommen zum Beispiel Engel, die Seraphim, die haben 6 Flügel, nicht 2. Habt ihr schon mal Engel mit 6 Flügeln gesehen? Wisst ihr, hier sieht man allein, was die Tradition manchmal für einen Unsinn anrichtet. Offenbarung 22, Vers 8 und 9. Ich, Johannes, bin es, der solches gesehen und gehört hat. Und als ich es hört und gesehen hatte, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir solches zeigt. Er sprach zu mir, siehe zu, tu es nicht. Es sind demütige Geistwesen, die die Ehre Gott geben. Das ist ein Engel. Die verhindert, dass man sie anbetet. Das ist allgemein ein Engel. Also nochmals, Geistwesen. Geschlechtslos. Letztendlich geschaffene Wesen. Durch Jesus Christus geschaffen. Er ist der Herr der Engel. Sie dienen Gott. Gott benutzt zum Beispiel manche Sorte von Engeln wie Cherub als seine persönliche, ich sag's mal, Wegbegleiter. Es gibt Cherubim, Seraphim, es gibt allgemeine Engel. Manche Engel haben 6 Flügel. Sie sind in der Regel heilig, schrecklichste Erscheinungen. Engelwesen, die von großer Weisheit sind, aber trotzdem irrtumsfähig, sündenfähig. Sie können sündigen, verstehen die Erlösung nicht. Aber sie sind demütig, sie dienen Gott und geben ihm die Ehre. Das ist ein Engel. Allgemein. Jetzt gibt es leider eine Sorte von Engeln. Das ist schlimm, dass es die gibt. Und zwar in 2. Petrus 2, wenn ihr das in Ruhe durchlässt,
Ich lese mal Vers 4. Denn wenn Gott die Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in Banden der Finsternis der Hölle übergab. Man hat es vorher gelesen. Das heißt, ein Teil der Engel hat gesündigt. Und dieser Teil der Engel, der gesündigt hatte, wurde von Gott der Hölle übergeben. Hier steht nicht Gehenna, sondern meines Wissens Tartarus. Das könnte man drüber streiten. Haben die Engel extra Hölle? Wahrscheinlich. Extra Abteilung in der Hölle, den Tartarus. Und Judas 6 sagt, dass er die Engel, welche ihr Fürstentum nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verließen, für das Gericht des großen Tages mit ewigen Banden unter der Finsternis verwahrt hat. Das heißt, die Engel sind Wesen, die Freiheit hatten zu sündigen, und ein Teil der Engel fiel von Gott ab und wurde hier in einem Unterort oder in einer Unterabteilung der Hölle von Gott gebunden und fürs ewige Gericht aufbewahrt. Das ist mal wichtig. Woher kommt es? Es kommt aus Jesaja 14. Und zwar, der Engel, es war Satan, ein Engelfürst. Ich lese hier ab einem bestimmten Punkt, und zwar ab Vers 12. Es ist wichtig, wenn du das nochmal ganz lest zu Hause, drum ist auf dem Zettel ab Vers 3, aber ab Vers 12. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Morgenstern? Wie bist du zu Boden geschmettert, der du die Völker niederstrecktest? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Götterberg im äußersten Norden. Ich will über die in Wolken gehüllten Höhen emporsteigen, dem Allerhöchsten gleich sein. Ja, zum Totenreich fährst du hinab in die tiefste Grube. Hier ist was ganz Einfaches. Die Bibel beschreibt und sagt, dass der Teufel ursprünglich ein schirmender Cherub war. Du Morgenstern, sagt sogar die Bibel. Parallelstelle Hesekiel lesen wir gleich. Sie sagt hier, dass der Teufel hochmütig wurde und sein wollte wie Gott. Und das ist immer das Gefährliche, wenn bei Menschen diese Erscheinung auftritt, dass sie sein möchten wie Gott. Wisst ihr, in der Charismatik begann ab einem bestimmten Zeitpunkt diese teuflische Lehre, dass Menschen hinstanden und einfach sagten, ich sprich das Wort aus wie Gott, dann bin ich schöpferisch tätig. Wisst ihr, was es ist? Teufelei. Das ist der Teufel. Genau das wollte der Teufel. Und wenn Menschen beginnen, so zu handeln wie Gott in ihrem Wahn, ist immer der Teufel dahin. Das ist ja das Schlimme. Der Teufel wollte sein wie Gott. Und wenn Menschen beginnen, sein zu wollen wie Gott, ist immer ein Zeichen, dass der Teufel am Werke ist. Hat er seine Werkzeuge. Hat es nicht aufgegeben, bis heute. Wenn wir jetzt den Hesekiel uns betrachten, ist eine ganz wichtige Stelle dazu. Und zwar die Parallelstelle in Kapitel 28, Vers 12 bis 19. Dort heißt es, hier wird er dargestellt als König von Tyros, ein Bild auf den Teufel. O Siegel der Vollendung, voller Weisheit, vollkommener Schönheit. In Eden im Garten Gottes warst du mit allerlei Edelsteinen, mit Sardis, Topas, Diamant, Chrysolith, Onyx, Jaspis, Saphir, Rubin, Smaragd warst du bedeckt. Aus Gold waren deine Einfassungen und Verzierungen an dir gearbeitet. Am Tage deiner Erschaffung wurden sie bereitet. Er war also erschaffen, er ist ein Engel. Du warst ein Gesalbter, ein schützender Cherub. Er war also ein schützender Cherub, so ein Cherubengel. Ein Gesalbter von Gott. Ich habe dich gesetzt auf den heiligen Berg Gottes. Du wandelst mitten unter den feurigen Steinen. Du warst vollkommen in deinen Wegen vom Tage deiner Erschaffung an. Das heißt, er war doch in dem Sinn, hat zu der Elite der Engel gehört. Jetzt kommt das Teuflische. Bis Missetat in dir gefunden wurde. Durch deine vielen Handelsgeschäfte ist dein Inneres voll Frevel geworden und du hast gesündigt. Darum habe ich dich vom Berge Gottes verstoßen und dich, du schützender Cherub, aus der Mitte der feurigen Steine vertilgt. Dein Herz hat sich erhoben ob deiner Schönheit. Du hast deine Weisheit und deines Glanzes Willen dich verderbt. So habe ich dich auf die Erde geworfen. Und hier sieht man, wie der Teufel gefallen ist. Am Hochmut. Das ist das Teuflische. Wenn ein Mensch beginnt, hochmütig zu werden oder Eitelkeit oder versucht, wie Gott zu sein, dann ist immer der Teufel am Werk. Es sind die ureigensten Wesenszüge Satans. Dein Herz hat sich erhoben ob deiner Schönheit.
voller Weisheit, vollkommene Schönheit. So war der Teufel. Und bei diesem Abfall hat er einen Teil der anderen Engel mitgenommen in diesen Abfall und so wurde er zum Teufel und die andere wurde zu Dämonen, zu gefallenen Engeln. Wenn man das sieht, er war auf dem Berge Gottes und jetzt kommt was ganz Schlimmes, Vers 16. Die Wesenszüge des Teufels sind Hochmut, Eitelkeit, sein Wolle wie Gott, das ist eine Form der Unzufriedenheit. Und hier redet die Bibel von vielen Handelsgeschäften. Warum glaubt ihr, warum der Herr Jesus aus dem Tempel in Jerusalem die Händler hinausgepeitscht hat? Das ist ein ganz einfacher Grund, weil der Teufel der oberste aller Händler ist. Ihr begreift. Ich gehöre selber in eine Bäckerei, die hat mit Brot gehandelt. Von daher muss ich vorsichtig sein. Ich schaffe auf der Bank, ich handle mit Geld. Das ist auch was Schlimmes. Aber ihr versteht. Reich Gottes und Handel ist vom Teufel, sage ich mal so hart. Aber das ist wichtig, versteht. Ich sage jetzt nicht, wenn jemand zum Beispiel ein christlicher Buchladen hat, dass es vom Teufel ist. Das meine ich nicht. Sondern wenn man versucht, Gott zu dienen und gleichzeitig ein Händlerherz hat, das ist vom Teufel. Wisst ihr, wenn man mit dem Reich Gottes Geld machen will, dann wird es gefährlich. Wenn man nicht Gott dient, zum Beispiel, um ihm letztendlich zu dienen. Wenn man seinen ganzen Buchhandel macht, um Gott und den Gläubigen zu dienen, dann ist es in Ordnung. Wenn man es aber macht, um Geld zu machen, dann ist es Frevel. Ihr begreift. Die Bibel sagt ganz klar, das Reich Gottes in sich. Man darf mit dem Reich Gottes keine Geschäfte machen. Ihr versteht. Und hier musst du sehr vorsichtig sein, was man hier macht. Nicht, dass man beginnt, ein Händler zu werden. Wisst ihr zum Beispiel, nur ein Beispiel, wir geben unsere Kassette zum Selbstkostenpreis ab. Wisst ihr warum? Es ist verboten, Geschäft zu machen. Ich war immer eifersüchtig drauf, dass oben nichts verkauft wird, wo der Gottesdienst im Versammlungssaal sich abspielt. Ich habe mich schon manchmal gefragt, wenn in unserer Garderobe manchmal ein Büchertisch oder Kassette hier mitgenommen wird, ob es richtig ist. Ich habe mich auch schon gefragt. Es ist das Haus Gottes und keine Handelszentrale. Versteht? Und hier ist einfach etwas, wenn dann der Buchhandel zum Beispiel sagt, du darfst Bücher vom Büchertisch nur abgeben, wenn du dich an die Preisbindung hältst, dann ist das in Ordnung. Dann musst du das als Gemeinde auch so machen. Das ist gar keine Frage. Wenn du es aber verschenken kannst, dann ist es besser, du verschenkst es. Versteht? Kein Geschäft. Also wir wären da als Gemeinde in der Welt pleite. Keine Frage. Wir haben ein Prinzip, wir sagen kein Geschäft, wir schenken alles her, ausfertig, außer das, was jetzt ein normaler Büchertisch ist, das wird verkauft, aber in der Regel legt man drauf. Das ist richtig, weil die Bibel sagt, der Teufel hat ein Händlerherz. Versteht? Wenn ich dann lese, ohne Anzeige der Person, sind teilweise Leute, mit denen ich persönlich befreundet bin, ist mir völlig egal. Versteht ihr, ich sehe eine Gemeinde und die Gemeinde verlangt plötzlich 50 Mark Eintritt zum Seminar, dann ist das für mich der Höhepunkt des Abfalls. Versteht? Wollen wir gar nicht reden. Oder ich habe gehört, ich weiß nicht, ob es das gibt, ich habe gehört, dass Leute für Seelsorge Geld verlangen. Händlerseelen sind es. Ihr versteht? Händlerseelen. Ich habe mal einen Prediger gehört, der hat das ganz raffiniert gemacht. Der sagte dann letztendlich, ja, das Wasser des Lebens ist umsonst. Aber die Leitungen müssen bezahlt werden. Das sind dann die besten Leitungen, die man abgebrochen hätte. Das wäre das Beste gewesen. Ihr versteht? Und hier ist einfach etwas, am Geld sieht man, ob eine Gemeinde richtig steht. Da siehst du, wo es lang geht. Und wenn eine Gemeinde eine Händlerseele hat, dann geht sie unter. Dann wird der Herr den Leuchter dieser Gemeinde umstoßen. Das ist keine Frage. Und hier müssen wir radikal werden. Wenn ein Bruder erwischt, der Geld verlangt für geistliche Dinge, dann schnappt ihn euch da und lässt ihm vor Hesekiel 28 und sagt, du, von der Praxis habe ich schon öfters gehört. Das Modernste ist jetzt innen bei den Gläubigen, aber das ist uralt. Der hat der Teufel erfunden. Dem seid ihr auf den Leim gegangen, weil er sowas tut. Ja, das Material. Und wir sagen, wenn das Material nicht mehr reicht, dass man es den Gläubigen kostenlos gibt beim Seminar, dann ist, ich sag's mal, wohlweislich wahrscheinlich richtig, das Seminar gar nicht zu halten, weil es nämlich dann nicht von Gott ist. Wenn es nämlich von Gott wäre, wäre das Material auch da. Wenn es nämlich nicht von Gott ist, ist auch kein Material da. Dann ist auch egal, dann brauchen wir kein Geld verlangen. Ihr versteht? Das ist das Teuflische am Teufel, dass er Händlerseele hat. Dass er hier handelt. Und wenn die Gläubige beginnen, mit der Händlerseele im Reich Gottes umherzugehen, dann passiert so etwas.
Wisst ihr, es gibt ganze Gesellschaften, die haben die Gläubiger als Gruppe auserwählt. Ist auch nichts Neues. Wisst ihr, ob ich auf die Fromme losgehe oder auf die Sportvereine oder auf die Fußballspieler, auf die Alternative, das spielt doch keine Rolle. Ist eine Zielgruppe. Die haben sie rausgesucht, um mit ihnen Geschäfte zu machen. Da wird dann oft argumentiert, ich bin ein anständiger Berater und ich mache dir halt eine anständige Beratung. Ihr versteht, da geht es mir kalter Buckel runter. Weil Hesekiel 28, der Erfinder von frommem Geschäft ist der Teufel. Der Teufel hat Hochmut, der Teufel hat eine Händlerseele, also Geschäfte machen, Eitelkeit, gleich sein wolle wie Gott. Vier ganz wichtige Punkte. Und dann was ganz Wichtiges, er war ein schirmender Cherub, ein schützender Cherub. Er war in der Gegenwart Gottes. Wenn jemand Gottesdienst oder göttliche Dinge nachmachen kann als Täuschung, als Fälschung, dann der Teufel, hat er gelernt. Das hat er als Teufel oft genug richtig gesehen und dann hat er es letztendlich gelernt, es nachzumachen. Und darum ist der Teufel der Oberfälscher. Ihr versteht, wenn was ganz fromm aussieht, dann müsst ihr ganz vorsichtig sein. Je frömmer, je vorsichtig. Wisst ihr, und das ist einfach manchmal teuflisch, was der Teufel für eine Atmosphäre schafft. Heilig. Woher denkt er denn, woher das kommt, wenn du in eine Kirche reingehst? Jetzt gehst du in eine Kirche rein. Das kann ein Götzentempel sein. Es kann eine Kirche sein, wo Maria-Statue steht. Also gehst du da rein. Die Bibel verbietet Bilder. Die Statue, Chiniki hat ja die Schnüre abgesägt, dass sie runterfällt. Was sehr weise war, hat sie dann nicht zerstört. Er hat gewartet, bis sie von allein kamen und sie kamen. Wisst ihr, du gehst irgendwo rein, wo Götzebilder sind, wo Bilder sind, die Gott verbietet. Und trotzdem empfindest du Heiligkeit. Du wagst es gar nicht zu reden. Du setzt dich ganz klein und demütig auf diesen Stuhl und denkst, hier ist Gott gegenwärtig. Woher kommt das Gefühl? Überlegt einfach, wo es herkommt. Von Gott oder woanders? Wisst ihr, das sind so Dinge, wo man einfach gucken muss, was der Teufel manchmal tut, auch gefühlsmäßig. Jetzt, was ganz wichtig ist, der Teufel hat hier die Engel mit sich gerissen. Er hat sie mit sich gerissen. Und zwar, jetzt beschreibt Epheser 6, Vers 12, wo sind die heute? Wo ist heute der Teufel und wo sind die Engel, die Dämonen, die Engel des Teufels, wo sind sie? Epheser 6, Vers 12. Unser Kampf richtet sich nicht wider Fleisch und Blut, sondern wider die Herrschaften, wider die Gewalten, wider die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Wider die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und laut Offenbarung 9, Vers 11, wenn ihr das anguckt, dann seht ihr was weiteres. Dort heißt es, sie haben als König über sich den Engel des Abgrunds. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon, im Griechischen hat er den Namen Apollyon, Verderber. Und diese verderbten teuflischen Engel, wenn man die jetzt näher untersucht, dann stellt man fest, sie sind im Luftraum. Sie sind im Luftraum. Müsst Epheser 2 noch dazu lesen, die Stelle, die das darlegt. Sie sind im Luftraum und sie sind die Todfeinde der Gläubigen. Wisst ihr, das ist ja das Teuflische. Wir haben um uns herum unsichtbare Wesen, die unsere Todfeinde sind und die dauernd versuchen, uns zu beeinflussen. Das sind Engel, Dämonen, Finsternismächte. Jetzt sagt die Bibel, unser Kampf ist gegen diese Finsternismächte mit der Waffenrüstung Gottes. Wisst ihr, nicht geistliche Kampfführung, was die Charismatiker hier machen. Das ist ein Märchen. Es geht ganz anders. Es geht darum, mein Herz zu bewahren vor diesem Angriff. Um das geht es. Nicht hier Landstriche zu säubern. Sowas ist katholisch. Das ist nichts anderes wie die alte Prozession. Sondern es geht darum, mein Herz zu bewahren vor diesem Abfall, den der Teufel bei mir auslösen möchte. Das ist sein Ziel. Das ist der Todfeind. Und hier ist ganz wichtig, dass man sich bewusst wird in Matthäus 25, Vers 41, was mit dem Teufel und mit den Engeln geschieht. Er wird denen zur Linken sagen, geht hinweg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet sich dem Teufel und seinen Engeln. Das heißt, die Hölle ist vom Teufel gemacht und für seine Engel. Wisst ihr, das ist ein Märchen, wenn man sagt, der Teufel ist der Chef der Hölle. Die Hölle ist ein Gefängnis und da wird der Teufel selber gequält werden. Und die Hölle ist gemacht für den Teufel und für seine Dämonen, für diese Wesen. Und die sind unsere Todfeinde. Und es ist wichtig, dass ein Gläubiger lernt, mit so einer Thematik umzugehen, dass er hier nicht naiv ist, aber auch nicht überzogen ist. In 2. Korinther 11, Vers 14 sagt die Bibel,
Das ist kein Wunder, denn der Satan selber verkleidet sich in einen Engel des Lichts. Also es ist auch nichts Besonderes, wenn seine Diener sich verkleiden als Engel der Gerechtigkeit. Das heißt, diese Engelwesen sind Verführer. Das ist ihr Geschäft, zu verführen, nämlich uns zu verführen, die Gläubigen. Sie stellen sich, als wäre sie Engel. Was denkt denn ihr, wenn plötzlich jemand fährt mit dem Auto und plötzlich sitzt ein Engel neben ihm mit einem weißen Gewand? Ja, was ist das? Das ist doch kein Engel, das ist der Teufel, das ist der Dämon. Das ist ein Dämon, ein Teufel, nichts anderes. Das hat mit Gott nichts zu tun. Ja, was denkt ihr, wenn Lourdes erschienen ist in diesen Grotten, was das sind? Das sind Engelerscheinungen. Das sind Dämonen, Finsternismächte, nichts anderes. Hat er mit Gott nichts zu tun. Sie sind Verführer. Jetzt kommt etwas, das ist das Erschreckende. Galater 1, Vers 8. Wenn auch wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium predigen würde, außer dem, was wir euch verkündigt haben, das sei verflucht. Wisst ihr, das ist das Entscheidende. Die Bibel sagt ganz klar, sie werden versuchen, ein anderes Evangelium zu bringen, die Engel. Ich habe mal ein Buch gelesen über Engel, charismatisches Buch. Wenn du das liest, dann verstehst du erst, was hier steht. Das war so ein Unsinn, das kannst du niemandem zum Lesen geben. Ein absoluter Unsinn. Der Engel hat dir Pille, dass er sein Übergewicht verliert, dass er abnimmt. Oder so Zeugs. Dann hat er einen Schein, wie so eine Urkunde, irgendeinen Schein hat er. Und der ist dann in der Erde Luft, als er wieder unten war, aus der Transzendenz ist der zerfallen. Und dann hat er ausgesehen wie ein Pelz und so Zeugs. Alles Quatsch. Entschuldigung, ich muss sagen. Die Gläubigen mussten nur manchmal den größten Unsinn erzählen, den glauben sie. Sie glauben alles nur nicht das, was geschrieben steht, wie die Menschheit auch. Statt dass man hingeht und sagt, was sagt die Bibel, was sind Engel? Oder wenn ein Mann wie der Reinhard Bonnke, ich habe das Buch nicht selber daheim, aber soll angeblich, ich habe Beschreibung im Buch geschrieben haben, dass plötzlich Jesus Christus neben ihm saß mit seinem weißen Gewand. Ja, was ist das von Jesus? Das ist der Jesus aus 2. Korinther 11, ein anderer Jesus. Das ist ein Dämon, schon niemals Gott, schon niemals der Herr. Wisst ihr, und das sieht man erst, wenn man das einmal sieht, was Engel sind, was es für ein Unsinn ist, was sich hier abspielt, teilweise auch in den Erscheinungen. Hier ist was ganz Wichtiges. Paulus sagt, selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt und er predigt etwas anderes als Evangelium als der Paulus, das heißt, er predigt etwas anderes als in den Briefen der Bibel geschrieben steht, dann sei er verflucht. Wir haben das abzulehnen. Ihr versteht? Lukas 8, 26. Schlimme Stelle. Das ist ein Besessener. Die Bibel sagt, Vers 29, er hatte einen unreinen Geist. Das heißt, dieser Besessene war also so mit Dämon besessen. Das heißt, der Dämon hat seine Persönlichkeit ausgeschaltet. Das gibt es. Und dann heißt es so, als der Herr sie fragt, wie heißt ihr? Legion. Denn viele Dämonen waren in ihn gefahren. Das heißt, die Dämonen suchen jemanden zu besetzen, in ihm zu wohnen. Wichtig ist, die Bibel kennt keinen Fall, wo das bei Gläubigen passiert, nur bei Ungläubigen. Das ist ganz wichtig. Dämonenaustreibung bei Gläubigen kennt die Bibel nicht. Das ist ein Märchen. Das ist eine teuflische Lehre. So, die Bibel kennt nur Dämonenaustreibung bei Ungläubigen. Das ist ganz wichtig. Es gibt keine Stelle, wo bei einem Gläubigen ein Dämon ausgetrieben wird. Ich habe die Bücher früher auch gelesen von Harold Hill, der Unsinn. Er hat unreine Gedanken, er gebietet einen anderen Bruder, so habe ich in Erinnerung. Und er juckt auf so ein Eichhörnchen vor ihm weg, das war der unreine Geist. Das ist ein Unsinn. Das ist wirklich Unsinn. Sondern die Bibel sagt was ganz anderes. Die Dämonen versuchen, nicht erlöste Menschen zu besetzen. Aber wenn sie dir mal den besetzt haben, dann ist er aber aus. Guck dir mal an, was dann passiert. Ich habe jetzt einen Mordfall in der Zeitung, wenn es ein Mord passiert, wird beschrieben, die Person, kam in unserer Tageszeitung, die Person sagt, ich konnte nicht anders. Ich wurde getrieben dazu, vom Dämon, das ist keine Frage. Das Interessante ist, wisst ihr, was der Dämon macht? Er entkleidet sich. Schauzeichen von Dämonie. Unmoral. Nacktheit, öffentliche Nacktheit. Schummerzeichen vom Teufel. Und in dem Moment, wie der Dämon ausfährt, wisst ihr, was dann passiert? Oder wie die Dämonen ausfahren, Vers 35. Da sitzt der Mensch bekleidet und vernünftig zu den Füßen Jesu, Vers 38, und bittet, dass er bei Jesus bleiben darf. Das ist die Heilung.
dann ist man vernünftig begleitet zu den Füßen Jesu und bittet, dass man beim Herrn bleiben möchte. Jetzt haben wir Sehnsucht nach Jesus. Das ist dann die Befreiung, wenn Besessenheit geschieht. Es ist was ganz Wichtiges, dass man einfach feststellt, dass die Bibel bei Gläubigen keine Dämonenaustreibung lehrt. Und wenn es die Bibel nicht lehrt, dann ist es für uns kein Thema. Ist das wichtig? Offenbarung 12, das ist vielleicht noch wichtiger, Vers 7. Es geschah ein Kampf im Himmel, Michael und seine Engel kämpften mit dem Drachen. Aber der Drache und seine Engel kämpften, aber sie siegten nicht, es wurde für sie kein Platz mehr gefunden im Himmel. So wurde geworfen der große Drache, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt, das steht im Griechischen Ökumene, wurde geworfen auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm geworfen. Das ist was ganz Wichtiges. Wenn die Gemeinde im Himmel ist, wenn die Gemeinde drückt ist, passiert etwas. Gott wirft dann den Teufel und die Dämonenengel endgültig aus dem himmlischen Bereich hinaus. Die bewohnen noch den Luftraum, dann müsste der Himmel räumen endgültig. Wisst ihr, und das ist ja das Schlimme. Nach der Entrückung der Gemeinde Jesu ist diese Erde vom Teufel und seinen Dämonen direkt bevölkert. Die sind alle unten dann, nämlich auf der Erde. Das ist auch der Grund, warum man den Leuten sagen muss, sie müssen sich bekehren, bevor die Entrückung ist. Wenn die Entrückung kommt, ist es zu spät. Wisst ihr, wenn die den Mut nicht haben, sich zu bekehren, heute, glaubt ihr, Mensch, die haben den Mut, wenn der Heilige Geist bei der Entrückung hinweggenommen ist und der Teufel mit seinen Engeln körperlich auf der Erde ist, glaubt ihr, die haben dann den Mut? Nie. Wisst ihr, das ist ja das Schlimme. Dass die Menschen hier vom Teufel verblendet werden und glauben ja später. Gut. Sie werden bei der Entrückung rausgeworfen. Das ist keine Frage. Jetzt kommt etwas und das ist vielleicht das Wichtigste. Wenn man mit Dämonen, mit Finsternismächten zu tun hat, dann ist etwas wichtig. Kolosser 2, Vers 14 und 15. Dadurch, dass er die gegen uns bestehende Schuldschrift, welche durch Satzungen uns entgegen war, auslöschte, sie aus der Mitte tat, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten auszog oder entwaffnete, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben, nämlich am Kreuz. Das heißt, der Herr Jesus hat am Kreuz vor Golgatha Satan und die ganze Dämonenengel vollständig besiegt, vollständig besiegt. Wenn jetzt ein Gläubiger etwas mit dem zu tun hat, dann braucht er nicht beginnen, mit Dämonen zu kämpfen, nicht mit dem Teufel zu kämpfen, sondern muss nur etwas tun. Er flieht an die Stelle, wo der Teufel flieht, nämlich zu Jesus. Er geht zum Sieger von Golgatha, zum Kreuz, zum Herr Jesus und dann geht der Teufel. Ihr versteht? Das ist der große Unterschied. Das ist die Verführung der Charismatik, dass sie die Gläubiger anlügt, sie sollen hingehen und gegen den Teufel zu kämpfen. Und sich dadurch immer tiefer in diese Bindungen des Teufels verstricken. Sie redet ihn an und lauter so Zeugs, was die Bibel nicht kennt in der Weise. Sondern Herr Jesus ist der, der den Teufel samt den Dämonen vollständig besiegt hat. Und letztendlich ist so, der einzig sichere Platz vor Finsternismächten ist Jesus. Wir müssen zum Herr Jesus fliehen. Zum vollkommenen Opfer. Und wenn er das lest, Kolosser, dann redet die Bibel von der Schuldschrift. Der Teufel und die Dämonen haben nur einen Zugriff auf Menschen wegen ihrer Sünde. Sobald ein Mensch Buße tut, sich reinigen lässt durch Jesu Blut, hat der Teufel keinen Zugriff mehr. Nur muss der Mensch in dem bleiben, in Christus, dass es funktioniert. Und diese ganze Dämonenaustreibung bei Gläubigen, dieses ganze Theater, wo die Bibel nicht kennt, ist genauso teuflisch, weil es nur um Teufel zuführt. Aber wichtig ist, sie sind alle völlig besiegt durch Jesus Christus. Er ist der Sieger von Golgatha. Er hat diese ganze Mächte besiegt. Die haben kein Anrecht, keine Macht mehr an wahren Gläubigen. Schon mal ganz wichtig. Sie können nur noch anlügen, aber sie können uns nicht mehr wirklich etwas tun, solange wir in Christus sind. Schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Ihr habt jetzt gesehen, was Engel allgemein sind. Ihr habt gesehen, was die Finsternisengel sind. Aber wir hatten es ja in unserem Text nicht mit einem Finsternisengel zu tun, sondern wir hatten es mit einem Lichtengel zu tun. Und die Bibel sagt ja, sie sind praktisch Gottes Diener. Und hier haben wir schon gelesen, Hebräer 11, Hebräer 1, Vers 14, Apostelgeschichte 5, Vers 17 bis 20 wird jetzt beschrieben, was sie tun. Es erhob sich der hohe Priester und sein ganzer Anhang, nämlich die Sekte der Sadduzäer, wurde voll Eifersucht, legte ihre Hände an die Apostel, setzten sie in Gewahrsam. Aber
ein Engel des Herrn öffnet in der Nacht die Türen, redet zu ihnen und schickt sie fort. Das heißt, sie sind Bote Gottes. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob ich Engel begegnet bin, weil die Bibel nicht lehrt, dass man mit diesen Wesen Kontakt aufnehmen soll. Wisst ihr, ich weiß, dass Engel gibt, aber ich nehme mit denen keinen Kontakt auf, weil die Bibel das nicht lehrt. Das ist Verführung, wenn man das tut. Aber etwas ist klar. Wahrscheinlich wird mindestens ein paar Mal in jedem Leben eines Menschen bereits Engelsdienst da gewesen sein. Bloß siehst du nicht. Du brauchst ihn auch nicht zu sehen. Es macht der Herr. Er schickt Engel. Hebräer 1, Vers 6. Alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Die Engel sind Wesen, die wahre Engel, die nicht gefallenen, sind erstens Diener für die Erlösten, zweitens sind sie Gottes Anbeter. Das heißt, sie betet der Herr Jesus im Himmel an. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Lukas 2, Vers 14. Die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Und zwar redet hier die Bibel von den bei dem einen Engel war plötzlich die Menge der himmlischen Heerscharen. Sie sind Anbeter Gottes, sie preisen den Herrn Jesus. Sie sind Anbeter. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Die wahren Anbeter im Himmel sind die Engel. Später wahrscheinlich die Gemeinde. Aber jetzt hat Gott eine ganze Schar von Anbetern, die sind alle im Himmel, das sind die Engel. Dann sind sie Kämpfer Gottes. Das ist ganz wichtig, Daniel 10. Und zwar vor der Erlösung, bevor der Herr Jesus diesen neuen Weg eingeweiht hat, war ja ein Dämonengürtel um die ganze Erde. Die Dämonen waren im Luftraum, es waren wie ein Gürtel, wie ein Luftgürtel, so waren Dämonengürtel um die ganze Erde. Daniel 10, 11. Daniel, Mann, der du lieb und wert bist, merke auf die Worte, welche ich jetzt zu dir rede und nimm deine Stellung ein. Denn jetzt bin ich zu dir gesandt, das redet ein Engel. Jetzt erklärt er etwas. Und zwar Vers 22, denn von dem ersten Tage an, da du dein Herz darauf gerichtet hattest zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir widerstanden und zwar 21 Tage lang. Und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen. Das heißt, in dieser himmlischen Welt tobt ein Engelkrieg. Und es war im Alten Bund so, dass ein Heiliger gebetet hat, Gott schickt einen Engel und der Engel kam nicht durch. Da musste hier Michael eingreifen und zu zweit haben sich der Weg durchgeschlagen durch diese Finsternisfront, bis sie dort waren, wo sie hingehören. Ihr könnt in Ruhe nochmal die Parallelstelle lesen. Es sind Kämpfer Gottes. Wisst ihr, es sind keine kleinen, dicken Kinder, sondern sind Kämpfer. Es sind die Soldaten Gottes, die kämpfen. Was ganz wichtig war, bei der Schöpfung waren sie die Zuschauer. Hiob 38, Vers 4 bis 7. Ich lese bloß den Vers 7. Als die Morgensterne miteinander jauchzen und die Söhne Gottes jubelten, nämlich bei der Schöpfung. Das heißt, sie waren bereits hier, waren die Zuschauer, haben zugeschaut und haben gejubelt, was der Herr Jesus im Auftrag des Vaters durch den Heiligen Geist hier geschaffen hat. Matthäus 18, Vers 10. Ich sage euch, ihre Engel im Himmel schauen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel. Sie sind die Bewahrer, die Beschützer und letztendlich auch die Diener der Gläubigen. Ohne dass man es merkt. Jetzt kommt etwas, das man kaum versteht. Apostelgeschichte 7, 53, das ist aber ein ganz wichtiger Lehrpunkt. Die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt. Sie waren die Boten, die Vermittler, die das mosaische Gesetz auch brachten. Und das war ihre Uraufgabe, die Heiligkeit Gottes darzustellen durchs Gesetz. Und dann sind sie etwas, da kommen wir gar nicht drauf. 1. Korinther 4, Vers 9. Wisst ihr, wenn wir jetzt hier heute Abend unsere himmlische Welt sichtbar machen könntet, dann würdet ihr plötzlich sehen, dass der Raum gar nicht so kahl ist. Dass sie ihre Galerie hat, im ganzen Raum drumherum, das sind lauter Engel. Und zwar, sie gucken zu, was die Gläubigen tun. Sagt die Bibel ganz klar. Unsichtbar. 1. Korinther 4, Vers 9. Es denkt mich nämlich, Gott habe uns Apostel als die Letzten hingestellt, gleichsam zum Tode. Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt, sowohl Engeln als auch Menschen. Das heißt, wir sind hier ein Schauspiel, teilweise auf dieser Erde für Engel. Das ist ein Gedanke, auf den kommt man gar nicht.
Zum Beispiel in 11, Vers 10 heißt es, darum muss das Weib ein Zeichen der Gewalt auf dem Haupte haben, um der Engel willen. Die gucken zu. Und die Engel, schau interessant, einmal sagt die Bibel in Epheser 3, dass wir praktisch denen wie, ja, wie eine Schauspieltruppe eine Botschaft vorführen. Gott benutzt die Gemeinde, um den Engel etwas beizubringen. Die gucken die ganze Zeit zu, die ganze Zeit. Ist beunruhigend, gell? Wenn man denkt, dass jemand zuguckt. Zum Glück haben wir mit denen keinen Kontakt, insofern interessiert es uns nicht, aber sie gucken zu. Apostelgeschichte 10, Vers 7. Der Engel, der mit ihm redete, war hinweggegangen. Und weißt du, was interessant ist? Manchmal erscheinen Engel. Die erscheinen aber dann nicht mit Flügel als dicke kleine Kinder, sondern die erscheinen manchmal in Menschengestalt. Wir wissen aus dem Krieg, dass Gläubige gebetet haben. In dem Moment, wie sie gebetet haben, plötzlich kam ein Soldat. Hat gesagt, ich weiß den Weg aus diesem Kessel. Hat sie rausgeführt, sie waren raus aus dem Kessel, dann war der Soldat weg. Ja, was war das? Ein Engel, ist klar. Ist für Gott doch kein Problem, Engel zu schicken. Bloß da kommt kein kleines, dickes Kind mit dem Flügel, ihr versteht. Sondern da kommt letztendlich dann irgend, vielleicht ein Mensch. Und du denkst, das ist ein normaler Mensch. In Wirklichkeit ist ein Engel in Menschengestalt, der hilft. Und der muss auch nicht unbedingt verschwinden, dass du merkst, dass es ein Engel war. Du triffst ihn wahrscheinlich nie mehr wieder, die Person. Weil es vielleicht ein Engel war. Und die Bibel sagt in keinster Weise, dass wir uns dafür zu interessieren haben, wie Gott uns durch Engel hilft. Interessiert mich überhaupt nicht. Mir ist bloß wichtig, dass sie es tun. Wie sie es tun oder wer jetzt ein Engel war, interessiert mich nicht. Mir völlig egal. Einmal sagt der Paulus sogar, manche haben, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Sagt Paulus ja. Manche haben, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Offenbarung 8, Vers 1. Und als er das siebte Siegel öffnete, entstand eine Stille im Himmel von etwa einer halben Stunde. Ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen. Es wurden ihnen Posaunen gegeben. Jetzt beginnen Gerichte. Das heißt, Engel führen die Gerichte Gottes aus. Das ist ganz wichtig. Und was ganz wichtig ist, Lukas 15, Vers 10, sie freuen sich über die Bekehrung. Also wenn ein Mensch sich wirklich bekehrt, dann ist Freude bei den Engeln Gottes. Wisst ihr warum? Sie gucken immer zu. Wenn ihr das nochmal nüchtern seht, es gibt zwei Gruppen von Engeln. Die Finsternisengel, das sind unsere Todfeinde. Über die haben wir letztendlich Sieg durch Jesus Christus. Er ist der Besieger dieser Finsternismächte und in ihm ist völliger Schutz. Und zum Zweiten sind die nicht gefallenen Engel. Das sind ganz normal Diener der Erlösten, die für die Anbetung Gottes zuständig sind. Kämpfer Gottes, Zuschauer der Schöpfung. Sie bewahren die Gläubigen, helfen ihnen, wo es geht. Waren die Überbringer des Gesetzes, sind die Beobachter der Gemeinde. Manchmal sieht man sie, manchmal sieht man sie nicht. Sie führen die Gerichte Gottes aus und sie freuen sich über die Bekehrung. Es ist ganz wichtig, unsere Stellung zu diesen Gruppen. Epheser 6, Vers 10, Kampf. Mit den Finsternisengeln gibt es nur ein einziges Gebiet, Kampf. Das ist kein Friede, da wird nie ein Friede sein, das sind unsere Todfeinde. 2. Petrus 2, Vers 10. Allermeist stiebe ich aus Begierde nach Befleckung dem Fleische nachlaufen und die Herrschaft verachten, verwegen, frech, wie sie sind, fürchten sie sich nicht, die Majestäten zu lästern, wodurch Engel, die an Stärke und Macht größer sind, kein lästerndes Urteil wider sie bei dem Herrn vorbringen. Hier sind Finsternisengel gemeint. Das andere sind Lichtengel. Jetzt sagt die Bibel ganz klar, wie benimmt sich ein Gläubiger diesen Finsternismächten gegenüber? Ganz klar, Kolosser 2, 14 und 15, der vollkommene Schutz in Jesus Christus, er kommt vom Sieger her, er flieht zu Jesus. Zum Zweiten, er redet sie nicht an, er lästert sie nicht. Wisst ihr, wenn ein Reinhard Bonnke zum Beispiel, ich weiß nicht, in welchem Buch es drin ist, aber ich habe daheim die Beschreibung. Wenn er sagt, wenn er Heilung predigt, hat er in einer Vision den Teufel in Krücken ums Zelt humpeln sehen, dann ist das genau 2. Petrus 2. Das ist genau das, was ein wahrer Gläubiger nicht tut, sondern die Unechten. Die wahre Gläubige lästert die Finsternismächte nicht. Ihr versteht, die fordert sie auch nicht heraus, sondern die flieht zu Jesus. Und das ist der große Unterschied. Lukas 9, Vers 1 und 2. Aber in einem Bewusstsein. Er rief die 12 zusammen, gab ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen. Das heißt, die Gemeinde weiß, dass sie in Christus nichts zu fürchten hat vor diesen Finsternismächten.
Aber sie geht nicht hin und schlägt sich mit ihnen rum, sie lästert sie nicht, sie redet sie nicht an, sondern sie flieht zu Jesus. Das ist der große Unterschied. Wisst ihr, es wäre doch jetzt interessant, sich zu überlegen, was hat der Philippus zu diesem Engel gesagt? Wahrscheinlich gar nichts, weil er nicht gemerkt hat, dass ein Engel ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass er es gar nicht gemerkt hat. Kolosser 2,18. Niemand soll ich um den Kampfpreis bringen, indem er sich in Demut und Engelsdienst gefällt und sich in Sachen einlässt, die er nicht gesehen hat. Das heißt, die Bibel sagt ganz klar, die Engel haben keine Anbetung, das sowieso nicht, das hat nur Gott, aber haben auch keine Verehrung zu erwarten von den Gläubigen. Wir haben mit Engeln nichts zu tun, die müssen arbeiten und das ist ihre Pflicht vor Gott her, wir haben mit denen nichts zu tun. Wir freuen uns, dass Gott Engel schickt, aber wir haben nichts mit ihnen zu tun. Wir reden sie nicht an, weder Licht noch Finsternis Engel, wir wollen mit ihnen nichts zu tun haben. Das geht alles still und heimlich, wie Gott will. Aber Gott sagt im Wort Gottes ganz klar, dass wir keinen Kontakt mit den Engeln in gewisser Weise von uns aus aufnehmen sollten. Also wir suchen keinen Kontakt. Sondern es geschah immer so, dass die Engel angeredet haben. Der Mensch hat nur reagiert, aber hat keinen Kontakt gesucht. Hat sie nicht verehrt, nichts. Haben sie abgewehrt sofort. Wir dürfen keine Beeinflussung zulassen. Galater 1, Vers 8. Wenn es ums Evangelium geht, dann gilt kein Engel, sondern das Wort Gottes. Da kann ein Engel kommen mit einer Schriftrolle und sagt, ich komme vom Himmel. Gott hat gesagt, interessiert kein Mensch, sondern nur, was geschrieben steht. Wenn ein Engel kommt vom Himmel, der was anderes bringt als das, was Paulus gebracht hat, er sei verflucht, sagt die Bibel. Sondern wir müssen nüchtern Hebräer 13, Vers 2 einfach sehen. Und die Bibel sagt, etliche haben ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Das heißt, Engel sind manchmal Menschen, wo man gar nicht merkt, dass ein Engel ist. Bloß wenn ich euch jetzt lang kenne, ist sicher kein Engel drunter, ihr versteht. Weil die man immer kennt, sind keine Engel, sondern da kommt vielleicht einmal ein Mensch, den man gar nie gekannt hat, der hilft einem plötzlich. Du betest oder bist völlig hoffnungslos und plötzlich kommt Hilfe. Was war schon ein Engel? Ihr versteht. Und er sagt sogar, manche haben die beherbergt, die waren daheim, haben zu Mittag gegessen und haben es nicht gemerkt. Du sitzt am Tisch und merkst nicht, dass ein Engel bei dir war. Wisst ihr, das ist genau die richtige Haltung der Engel gegenüber. Ganz neutral, wir wollen nichts zu tun haben mit ihnen, wir gehen nicht hin und suchen Kontakt, aber wir freuen uns, dass Gott sie uns schickt, um uns zu helfen. Das ist die richtige Haltung. So war es beim Philippus auch. Der Engel kommt, gibt einen Befehl, Philippus begreift es, geht hin, führt es aus, fertig. 1. Korinther 6, Vers 3. Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Geschwister, wisst ihr, dass ihr Engel richten werdet? Wir alle werden als Gläubige über Engel zu Gericht sitzen, in der Ewigkeit. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, gell? Wir elende Gläubige werden im Himmel über Engel zu Gericht sitzen. Wir werden Cherubim, Seraphim, vor allem aber gefallene Engel richten. Ist unglaublich, oder? Wenn man sieht, was Erlösung bedeutet. Wisst ihr, jetzt haben wir eigentlich von der Thematik her abgehandelt, was Engel sind. Jetzt versteht man, wie der Philippus reagiert. Wisst ihr, wenn ihr unseren Text anseht, dann versteht ihr auch, warum der Philippus hier nicht reagiert. Der Engel des Herrn sagt zu Philippus, steh auf und geh nach Gaza auf die Straße. Er stand auf und machte sich auf den Weg. Er hat den Engel nicht angesprochen, er hat nicht mit ihm diskutiert, er hat nicht gesagt, ich freue mich, dass ein Engel kommt. Ihr begreift. Er hat nur erkannt, ist vor Gott, ist hingegangen. Die Bibel könnte genauso übersetzt werden, ein Bote kam. Es kann genauso gut sein, auch ist ein Mensch kommen und sagt, du, könntest du nicht mir einen Gefallen tun, geh dorthin. Und erst hinterher merkte, dass ein Engel war. Ihr versteht, kein Kontakt mit Engeln, von unserem Text her. Kein gesuchter Kontakt, sondern Engel sind Wesen, die Gott sendet. Wir nehmen ihren Dienst dankbar an, reagieren aber so, wie es biblisch ist. Mal vor allem kein Theater um Engelsdienst. Aber jetzt kommt eine Besonderheit, die möchte ich nicht verschweigen, die gehört eigentlich nicht zum Text, aber ich möchte sie trotzdem zeigen. Wenn man über Engel redet, muss man sich bewusst sein, dass es einen Engel gibt, der anders ist als alle anderen Engel. Und zwar, dieser Engel, wenn wir nochmal sehen, den 1. Mose 16, Vers 7, dieser eine Engel, und jetzt überlegt euch, dass Engel auch Bote heißt, da kann man genauso gut übersetzen, dieser Bote Gottes, ist nämlich der Engel des Herrn. Nicht ein Engel des Herrn, sondern der Engel des Herrn, gibt bloß einen. Von dem sagt die Bibel in 1. Mose 16, Vers 7, als hier nämlich Hagar am Sterben ist, aber der Engel des Herrn fand sie beim Wasserbrunnen, er rettet sie hier. Er gibt ihr hier Hilfe.
Das heißt, da gibt es einen Engel, von dem sagt die Bibel, das ist der Engel Gottes, der Engel des Herrn, und der erscheint hier. Was ganz interessant ist, in 2. Mose 3, Vers 2 bis 6, ist der brennende Dornbusch. Als Mose da steht, sieht er den Dornbusch brennen, und dann heißt es, und der Engel des Herrn erschien ihm in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Das heißt, im Dornbusch war der Engel des Herrn drin. Vers 6. Da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu. Ihr denkt, da ist der Engel des Herrn drin. Jetzt ruft ihm aber Gott zu aus dem Dornbusch. Aber im Dornbusch ist ja gar nicht Gott, sondern der Engel des Herrn. Merkt ihr etwas? Und dann heißt es Vers 6. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abraham, der Gott Isaak, der Gott Jakobs. Da verdeckte Mose sein Angesicht. Er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Wenn Gott im Alten Testament erschien, dann war es immer der Herr Jesus. Weil der Vater im Himmel niemand sehen konnte. Wenn im Alten Testament Gott erscheint, ist immer der Herr Jesus in der Christophanie. Und der Engel des Herrn ist nichts anderes wie der Sohn Gottes, Jesus Christus, der hier anstelle des Vaters kommt und sich dem Menschen als der lebendige Gott offenbart. Der Engel des Herrn ist der Herr Jesus selber, ist Erscheinung Gottes im Alten Testament. Und hier im Dornbusch ist eindeutig, ist Gott, aber es ist nicht der Vater, sondern der Sohn, Jesus Christus. Richter 2, und zwar Vers 1 und 2. Der Engel des Herrn kam von Gilgal herab nach Bochim und sprach, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Ich sagte, ich wolle meinen Bund mit euch nicht ewiglich aufheben. Jetzt lest doch einmal nach. Wer hat denn den Bund mit Israel geschlossen? Gott. Jetzt kommt der Engel des Herrn und sagt, ich habe den Bund geschlossen. Dieser Engel des Herrn ist kein Engel, sondern ist Jesus Christus. In einer Christophanie, in einer alttestamentlichen Erscheinung. Und hier erscheint der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, Jakobs, der Gott des alten Bundes, der lebendige Gott, erscheint in der Person seines Sohnes hier und offenbart sich als der Engel des Herrn. Ist aber Jahwe. Richter 6, 11 bis 14. Das ist ein Geheimnis, kann man schlecht erklären, wisst ihr. Es gibt Dinge, die gehen den Verstand nicht rein. Der Engel des Herrn kam und setzte sich, Vers 11. Jetzt redet er. Er bringt hier das Opfer. Wir haben hier schattenbildlich alles drin, was die Bibel über das Opfer sagt, aber es ging zu weit. Sondern, da passiert's. Der Herr sprach zu mir, Friede sei mit dir. Da baute Gideon einen Altar und sprach, der Herr ist Friede. Epheser 2, Vers 14, der Herr ist Friede. Ein ganz klares Bild und eine Parallelstelle, dass es der Herr Jesus war. Hier ist der Jahwe des Alten Testamentes, der Gott des Alten Testamentes erscheint hier, nämlich der Herr Jesus in der Gestalt eines Engels des Herrn. Er ist der Fels, er ist der Friede. 2. Könige 1, Vers 3. Der Engel des Herrn sprach zu Elia, dem Tisbiter, mache dich auf und geh dem Boten des Königs von Samaria entgegen. Das heißt, er gibt auch die Aufträge im Alten Testament. Wisst ihr, er war auch der Engel, der Josua begegnet ist, bevor es darum ging, Jericho einzunehmen. Er sagt, wer bist du? Sagt er, ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Das heißt, der Chef der Engel. Und wer ist der Chef der Engel? Der Jesus. Und immer wenn der Engel des Herrn im Alten Testament erscheint, haben wir hier eine Christophanie-Erscheinung Jesu Christi in der Gestalt des Engels. Psalm 34, Vers 8. Wieder ganz wichtig. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, so ihn fürchten und er rettet sie. Wo der Engel des Herrn wirklich ist, der Herr Jesus, ist Gottesfurcht und Rettung. Wisst ihr, das ist entscheidend. Das war schon im Alten Bund so. Josua, ich lese die Stelle doch nochmal, Josua 5, Vers 13 und folgende. Es begab sich aber, als Josua bei Jericho war, dass er seine Augen aufhob und sich umsah. Und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, der hatte ein bloßes Schwert in seiner Hand. Josua ging zu ihm hin und sprach zu ihm, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Er sprach, nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Chef der Engel.
Jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an. Und wir wissen, dass niemand gewagt hätte, jemand anders wie Gott anzubeten. Es war Verbot, der Engel anzubeten. Er betet an. Und der Engel des Herrn lässt sich an Betung gefallen. Wisst ihr warum? Weil es kein Engel ist, sondern Jesus Christus, der nur in der Gestalt der Engel, des Engels des Herrn erscheint. Und dann sagt der 15, ziehe deine Schuhe aus von deinem Ort, denn der Ort, darauf du stehst, ist heilig. Weil hier Gott sich geoffenbart hat in der Person seines Sohnes Jesus Christus. Daniel 6, Vers 11. Wisst ihr, wir lesen die Kinderbibel manchmal, bloß es wäre manchmal schön, wenn man verstehen würde, was da steht. Das kann man die Kinder wunderbar erklären, was da passiert ist. Daniel 6, Vers 11. Hier er betet. Dann wird er aufgrund des Verbotes, weil er das übertreten hat, wird er in die Löwengrube geworfen. Vers 17. Der König hob an und sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der rette dich. Vers 11. Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch von den Löwen zu retten vermocht, mittendrin in einer Grube von hungrigen Löwen? Daniel redete mit dem König und sprach, o König, lebe ewiglich, mein Gott hat seinen Engel gesandt und der Löwen Rachen verschlossen, dass sie mir kein Leid zufügten, weil vor mir ihm meine Unschuld offenbar war und ich auch von dir nichts Böses verübt habe. Und dann fliegen die anderen runter, die Gottlosen sind sofort tot, zerrissen von den Löwen. Wisst ihr, wer in der Löwengrube war? Ein Engel, der Engel des Herrn. Jesus Christus persönlich war bei Daniel und hat den Löwen den Mund zugehalten. Kann man die Kinder wunderschön erklären und sagen, guck mal, wer da war. Jesus, nicht irgendein Engel. Wisst ihr, jetzt kommt was ganz Einfaches, was die Bibel hier erklärt über die Engel. Malachi 3, Vers 1. Geht im Geist nochmal zurück zu unserem Text, Philippus. Ein Engel kommt, ein normaler Engel. Philippus nimmt es eiskalt zur Kenntnis und geht hin. Aber in dem Moment, wie man die Bibel in die Hand gibt, die Jesaja-Rolle, was fängt dran? Jesus Christus zu predigen. Und wer ist Jesus Christus? Der Engel des Herrn. Jetzt sagt Bibel Malachi 3, Vers 1. Siehe, ich sende meinen Engel, der von mir her den Weg bereiten soll und plötzlich wird kommen zu seinem Tempel. Der Herr, den ihr suchet, und der Engel des Bundes, das ist Jesus Christus, nachdem ihr begehret, siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Wer aber wird den Tag seiner Zukunft ertragen? Wisst ihr, was heißt hier in Vers 1? Der Engel, nachdem ihr euer Begehren habt. Der Engel, den ihr euch ersehnt. Der Engel, nachdem ihr Sehnsucht habt. Wisst ihr, das war beim Philippus in unserem Text eben auch der Fall. Wenn ein normaler Engel kam, hat er das eiskalt zur Kenntnis genommen, hat es ausgeführt. Aber nach einem Engel, da hat er ungeheure Sehnsucht und drum hat er auch diesem Proselyten, diesem Verschnittenen, war ja gar kein richtiger Proselyt, sondern nur ein Halbproselyt, diesem Verschnittenen, diesem Äthiopier hat er drum auch gepredigt, weil in seinem Herzen war die Sehnsucht nach dem Engel des Herrn, nach Jesus Christus, drum hat er ihm Jesus gepredigt. Das ist eigentlich bereits die Gewichtung, wie die Bibel das gewichtet. Der ganze Engeldienst und alles, was hiermit zu tun hat, ist eine Nebensache. Die immer dankbar zur Kenntnis, freut sich, dass Gott für uns sorgt. Aber nach einem Engel, da soll die Sehnsucht im Herzen brennen, nämlich nach dem Engel des Herrn, das ist nämlich niemand anders wie Jesus Christus. Wenn er das sieht, am Philippus, dann sieht er genau, wie es Gott meint. Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Wenn mein Herz voll ist mit dem Engel des Herrn und mir jemand die Jesaja-Rolle gibt oder Bibel aufschlägt bei Jesaja 53, es war 52 hier, was kannst du denn anders tun, als das Evangelium von Jesus zu verkündigen? Ihr begreift, das ist der wahre Engeldienst. Wenn man den Engel des Herrn verehrt, Jesus Christus dient, ist seinem Evangelium.